Umbraticulus! Umbraticulus, gehst du mit mir auf den Spielplatz? Oh. Na toll, der schläft schon. Hallo Kinder, ihr seid ja auch da. Wollt ihr auch den König der Faulpelze sehen? Der schläft mal wieder, dieser Faulpelz. Oh, ich habe ja ganz vergessen, mich vorzustellen. Wo sind nur meine Manieren? Also, ich bin Isabella, die Prinzessin von Agilien. Und ich will so gern auf den Spielplatz gehen. Und Umbraticulus, der soll mitgehen. Vielleicht kriege ich ihn ja so wach. Kille, 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 kille. Das gibt's doch nicht. Der verschläft den ganzen Tag. Hey, wie wär's, wenn wir ihn alle gemeinsam wachrufen? Ja, helft ihr mir? Also, dieser faule Faulpelzkönig heißt Umbraticulus. Das heißt Faulpelz, ist lateinisch. Also, seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Umbraticulus! Um was? Umbraticulus! Schau mal, die Kinder und ich, wir haben dich wachgerufen. Guten Tag. Aha. Ihr nennt mich also einfach so bei meinem Vornamen? Mhm. Das ist ganz schön respektlos. Immerhin bin ich Umbraticulus der Dritte. Größter Garnichtstuer und König aller Faulpelze. Ja, entschuldige bitte, großer König. Größter Garnichtstuer und König aller Faulpelze. Zu was habe ich den Titel? Größter Garnichtstuer und König aller... Ja? Moment mal. Was heißt denn hier bitte aller Faulpelze? Du bist der einzige Faulpelz, den ich hier sehe. Oder seid ihr etwa auch Faulpelze? Nein, ich glaube nicht. Das ist mir egal. Ihr seid alles meine faulen Untertane. Und ich möchte jetzt meinen Saft. Ach, hier ist das anstrengend. Ach, Kinder, Kinder, könntet ihr vielleicht zweimal kurz königlich in die Hände klatschen, wenn ich etwas wünsche? Wir üben das mal ganz kurz. Und klatsch, klatsch. Genau, und nochmal. Klatsch, klatsch. Und nochmal klatschen. Klatsch, klatsch. Sehr gut. Gut merken. Das brauchen wir heute noch öfter. Klatschen bitte. Isabella, bringe mir meinen Saft. Na gut. Hm? Bitte sehr. So. Ist also der Saft auch aus Äpfeln? Ja, natürlich ist er aus Äpfeln. Wegen dem aus faulen Äpfeln. Ja, aus sehr, sehr, sehr faulen Äpfeln. Mein Königreich für einen Strohhalm. Was? Wozu brauchst du denn jetzt bitte auch noch einen Strohhalm? Na, ist doch wohl logisch, damit ich meinen Mund nicht bis zu diesem Gefäß bewegen muss. Klatschen bitte. Danke. Strohhalm! Bitte sehr. So. Also, was ich dich eigentlich... Ja, 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 ja. Ah, na geht doch. Ja. Köstlich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Bewegung hasse? Kann sein, aber sag mal... Hast du denn wirklich jede Bewegung? Ganz schlimm. Aber was ist denn zum Beispiel mit Hüpfen? Noch schlimmer. Oder Tanzen? Noch viel schlimmer. Oder ganz schnell rennen? Am allerschlimmsten. Hä, aber Umbraticulus, ich dachte, du magst Fußball. Ja, aber nur die Faul. Aber Umbraticulus, ohne Bewegung wird man krank. Ich weiß. Ich habe das faule Fieber. Ach, Herrje. Wo ist denn jetzt mein Fieberthermometer? Das wusste ich ja gar nicht, Umbraticulus. Da. Na, hör mal. Das ist ja wohl überhaupt gar kein Fieberthermometer. Das ist ein Lolli. Na und, den brauche ich trotzdem her damit. Für meine faulen Zähne. Du hast faule Zähne?
Noch nicht, aber ich arbeite daran. So, und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Nein, Umbraticulus, bitte, bitte, bitte. Gehst du mit mir auf den Spielplatz? Lass mich kurz überlegen, nein. Na, warum denn nicht? Ein Körper verharrt so lange im Zustand der Ruhe, wie er nicht durch äußere Kräfte gezwungen wird, seinen Bewegungszustand zu ändern. Aber Umbraticulus, auf dem Spielplatz, da gibt es Schaukeln und Rutschen und Wippen. Damit kann man zum Beispiel ein ganzes Pferd hochheben. Toll. Ja, was kannst du denn? Rumhängen und zaubern. Wirklich? Du kannst zaubern? Ja. Wollt ihr mal ein Zauberkunststück sehen? Ja. Na gut, dann bitte ich jetzt um äußerste Ruhe und Konzentration. Ich schließe meine Augen und Umbra Columbra bin ich eingeschlafen. Hey, das ist doch überhaupt gar kein Zauberkunststück. Aber gemütlich. Umbraticulus, weißt du was? Dann gehe ich eben alleine auf den Spielplatz. Ich wünsche dir einen geruhsamen Tag. Was? Nein, nein, Isabella, bleib da bitte. Ich gehe mit dir auf diesen Spielplatz. Ja? Wenn das Wasser nicht aus einem umgedrehten Eimer läuft, wenn aus Schwarz und Weiß bunt wird und wenn der Wind meine geheime Botschaft verrät, dann komme ich mit dir auf diesen Spielplatz. Was meint ihr? Soll ich das machen? Vielleicht könntet ihr mir ja helfen. Dann klappt's bestimmt, oder? Also gut, Umbraticulus. Ich mach's. So, wie war das nochmal? Ich soll Wasser in einen Eimer schütten, schwarz und weiß mischen und dann noch was mit dem Wind. Ich sag's euch nochmal. Wenn das Wasser nicht aus einem umgedrehten Eimer läuft, wenn aus Schwarz und Weiß bunt wird und wenn der Wind meine geheime Botschaft verrät. Umbraticulus? Ja? Wenn das Wasser nicht aus einem umgedrehten Eimer läuft? Sagte ich doch. Wasser läuft aber aus einem Eimer, wenn man ihn umdreht. Hey, das ist gemein. Du hast mir eine Aufgabe gegeben, die man überhaupt nicht erfüllen kann. Natürlich kann man. Ich kann das. Ach ja? Dann zeig doch mal. Oh, immer muss ich arbeiten. Klatschen bitte. Danke. Ja, man bringe mir einen Eimer. Oh, natürlich. Einen Eimer. Die sind alle voll mit Äpfeln. Da. Bitte sehr. Klatschen bitte. Danke. Wasser! Kommt sofort! Umbra Columbra, aus die Maus! Wasser laufe nicht, heraus! Sag ich doch, kann ich! Habt ihr das gesehen? Das Wasser ist ja tatsächlich nicht aus dem Eimer gelaufen. Hab ich doch gesagt, kann ich. Und das sah gar nicht so schwierig aus. Das schaffe ich bestimmt auch, oder? Also, wie war das? Klatschen. Man bringe mir einen Eimer. Hier. Schau mal, Umbraticulus. Ich hab dir Äpfel mitgebracht. Sehr gut. So. Okay. Und dann brauche ich noch Wasser. So, das ist leer. Ah, dann nehme ich eben das hier. Also gut, Wasser hinein. Und dann, so schwenken. Und wie war das nochmal? Umbra Columbra, Wasser aus. Oh. Und heraus kommt eine Maus. Du siehst aus wie ein begossener Pudel. Ach, herrje. Aber
Wieso hat es denn bei mir nicht geklappt? Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Du wirst wohl eine andere Möglichkeit finden müssen, damit das Wasser nicht herausläuft. Na toll! Anscheinend kann ich nicht zaubern. Aber weißt du was, Umbraticulus? Mhm. Es wäre auch egal, weil Wasser eben immer nach unten läuft, wenn man einen Eimer umdreht. Also zumindest, wenn ich das mache. Weil es nun mal flüssig ist. Mhm. Vielleicht, wenn es nicht flüssig wäre. Mhm. Ah. Götterspeise. Ja, zum Beispiel. Mhm. Oder Eis. Blöderweise habe ich keine Gefriertruhe hier. Aber wisst ihr was? Selbst wenn das hier Eis wäre, dann würde es mir trotzdem runterfallen. Mir fällt nämlich immer alles runter. Eis fällt runter, Kissen fallen runter, Äpfel fallen runter. Manchmal falle ich sogar selber irgendwo runter. Hey. Immer diese doofe Schwerkraft, die alles nach unten zieht. Hm. Ist ja immer so schwer mit dieser Schwerkraft. Ja, aber an einem Ort, da fühle ich mich immer ganz leicht, Umbraticulus. Auf dem Mond? Nee, da war ich noch nie. Ah. Aber ich war schon mal im Kettenkarussell. Ihr auch? Oh. Oh, und das ist so toll, oder? Weil sich da alles dreht und dann ist es, als würde man schweben und fliegen und nach oben steigen und alles dreht sich und dreht sich und dreht sich. Ach, das ist herrlich. Hm? Moment mal. Umbraticulus? Ja. War der Eimer nicht gerade eben umgedreht? Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Und das Wasser ist nicht rausgekommen, oder? Soll ich es nochmal probieren? Hoffentlich werde ich nicht wieder nass. Aber ich traue mich. Und ihr könnt ja vielleicht immer laut jetzt rufen, wenn der Eimer umgedreht ist. Also, seid ihr bereit? Umbraticulus, guck zu! Ja. Jetzt, 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 jetzt! Jetzt! Ha! Guck mal! Der Eimer ist umgedreht und das Wasser läuft nicht heraus! Juhu! Umbraticulus, ich habe deine erste Aufgabe erfüllt! Ha? Herzlichen Glückwunsch! So ein Mist aber auch! Aber wieso ist denn das Wasser jetzt im Eimer geblieben? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich glaube, Wasser ist, wenn man es rumschleudert, genauso träge wie du, Umbraticulus. Trägheit ist halt meine innere Kraft, mit der ich mich meiner Beschleunigung widersetze. Was? Hm? Ja, nichts bewegt sich freiwillig. Doch, ich. Und zwar zur nächsten Aufgabe. Die schaffst du nie. Das werden wir ja sehen. Also, wie war das nochmal? Ich soll schwarz und weiß mischen. Ich sag's euch lieber nochmal. Ja. Ich habe gesagt, wenn aus schwarz und weiß bunt wird. Genau. Hm? Aber Moment mal, Umbraticulus. Hm? Wenn man schwarz und weiß mischt, hm? Was kommt dann heraus? Grau, genau. Mausgrau. Hm. Oh, aber Umbraticulus, dann ist das jetzt eine Aufgabe, die ich nicht erfüllen kann. Kann man? Ach ja? Ich kann. Dann zeig doch mal. Immer muss ich arbeiten. Hier. Wollt ihr mal in die Röhre gucken? Da ist doch gar nichts drin. Ja, eben. Und hier. Schwarz, weiß. Stimmt. Schwarz und weiß. Her damit. Hinein damit. Zuklappen. Umbra-Kolumbra. Fauler Hund. Aus Schwarz-Weiß wird kunterbunt. Somewhere over the rainbow. Schaut mal. Das war doch eben noch schwarz-weiß. Ja. Wie hast du das denn jetzt gemacht, Umbraticulus? Alles fauler Zauber. Oh. Ach, Mist. Ich kann aber keinen faulen Zauber. Dann müssen wir es wieder irgendwie anders schaffen. Okay, also wie kann man denn Farben mischen? Mit dem Farbkasten. Dann wird zum Beispiel aus Gelb und Rot Orange. Oder aus Blau und Rot lila. Und aus Rot und Weiß rosa. Schweinchenrosa. Hey. Aber aus Schwarz und Weiß mit dem Farbkasten grau. Genau. Vielleicht, wenn wir die Farben anders mischen.
Ich hab dir doch mal was geschenkt, Umbraticulus. Hier, schau mal. Ach ja. Ein Farbkreisel. Ja. Den hast du zu deinem letzten Geburtstag bekommen. Ja, ja, seitdem hängt der auch da. Wie, du hast den nicht benutzt? Nein, der bewegt sich ja. Das soll er doch auch, Umbraticulus. Denn all diese Farben sollen sich mischen, wenn ich den Kreisel ganz schnell drehe. So, schaut mal. Ich drehe ihn mal ein. Und dann schaut mal, was mit den Farben passiert, wenn ich ihn kreiseln lasse. Los geht's. Und, sehen die Farben noch bunt aus? Vielleicht, wenn ich etwas Schwarz-Weißes drehen würde, dann würde es vielleicht auch nicht mehr schwarz-weiß aussehen, sondern bunt. Sollen wir das mal probieren? Aber was könnte ich denn drehen, was schwarz-weiß ist? Ein Zebra? Ach, Umbraticulus, dem wird doch schlecht. Okay. Hey! Wie wär's denn mit deinen Bildern hier? Bist du wahnsinnig? Das ist wertvolle Kunst. Ach, oh. Mach doch damit, was du willst. Aber nicht schreddern. Versprochen! Aber sag mal, Umbraticulus, wieso hast du denn runde Bilder hier hängen? Na, ist doch wohl logisch, damit ich mir nicht den Kopf verdrehen muss, wenn ich sie mir betrachte. Sie sehen von allen Seiten gleich gut aus, vor allem im Liegen. Wie kann man nur so faul sein? Ja, ich bin nun mal der König der Faulpelze, adelsverpflichtet. Also, diese Bilder werde ich jetzt drehen. Und ihr seht, die sind hier schwarz und hier weiß und ein bisschen schwarz. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Farben plötzlich wahrnehmt, die ein bisschen bunter sind als schwarz-weiß, dann ruft sie mir einfach laut zu, okay? Los geht's! Oh, ja, ich sehe rot und blau. Ich lasse es nochmal in die andere Richtung kreiseln. Oh ja, auch ein bisschen orange und dunkelgrün. Toll! Soll ich noch das andere Bild ausprobieren? Hier ist es. Mal sehen, ob ihr jetzt Farben seht. Oh, lila, Gold. Oh, und in der anderen Richtung? Blau, braun. Also ich habe jetzt schon ziemlich viele Farben gehört, Umbraticulus. Ich habe gehört und gesehen, blau, gelb, grün, rot, orange. Ich würde sagen, wir haben aus schwarz und weiß bunt gemacht. Wie hast du das geschafft? Tja, Umbraticulus, ganz einfach. Mit Bewegung. Ich hasse Bewegung. Ach, Umbraticulus, Bewegung ist wirklich toll. Das solltest du auch mal ausprobieren. Weißt du, was ich jetzt mal probiere? Na? Ich probiere es jetzt mal mit Gemütlichkeit. Mhm. Und weißt du, was ich jetzt mal probiere, Umbraticulus? Ich probiere es mal mit der nächsten Aufgabe. Die schaffst du nie. Mal sehen. Und wenn ich die geschafft habe, dann ist's aus mit der Gemütlichkeit. Hey. Also, wie war das nochmal? Der Wind... Ich sag's dir nochmal, wenn der Wind meine geheime Botschaft verrät. Richtig. Aber was für eine geheime Botschaft denn? Die ist geheim. Ja, aber Umbraticulus, irgendwas musst du mir schon verraten, sonst ist es gemein. Nein, geheim. Nein, gemein. Also, welche Nachricht jetzt? Na gut. Hier in diesem güldenen Umschlag befindet sich meine geheime Nacht. Mhm. Und damit sie auch geheim bleibt, werden wir sie versiegeln. Oh ja. Klatschen bitte. Danke. Zunge! Was? Zunge! So, bitteschön. Versiegelt. Dankeschön. Also, diese geheime Nachricht soll der Wind verraten. Richtig. Und an wen? An die Kinder natürlich. Ach so, okay. Also gut, die Nachricht ist hier. Ihr seid dort und der Wind ist gerade nicht da. Manno, wie soll ich denn dann jetzt die Nachricht zu den Kindern übermitteln? Vielleicht pusten. Oder? Ich gebe zu bedenken, du hast nur einen Versuch.
Die Nachricht darf nicht auf den Boden fallen und darf nur bei den Kindern landen. Eieieiei. Okay, dann brauchen wir irgendwas mit Wind. Hm? Vielleicht einen Ventilator. Aber du hast nicht zufällig einen hier um Praticulus? Nein. Ach, Mist. Okay, vielleicht, wenn wir mal überlegen, was Wind ist. Hm. Luft, die sich ganz schnell bewegt, oder? Mhm. Also brauchen wir irgendwas, wo Luft drin ist. Eine Luftpumpe vielleicht? Mhm. Oder einen Luftballon! Ha! Umbraticulus, darf ich den vielleicht benutzen? Nee, das ist kein Luftballon. Das ist mein Haustier. Das ist Waldi. Das ist ein Haustier? Ja, Waldi. Waldi. Mhm. Und was für ein Haustier soll Waldi bitte schön sein? Ein Hund oder was? Quatsch, ist doch kein Hund. Sieht man doch wohl. Eine Schlange natürlich. Oh. Hier, das hier ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ja, noch nicht. Moment, warte. Immer muss ich arbeiten. Gestatten, dass ich vorstelle? Attila, der Hundekönig. Toll. Einer der besten Haustiere, das man haben kann. Man muss ihn nie füttern. Er ist total stubenrein und das Allerbeste ist, man muss nicht Gassi gehen mit ihm. So, jetzt mach schön Sitz, Atti, Sitz. Ja, Platz ist mit seinem Vorgänger schon schiefgegangen. Attila, der Hundekönig. Ja. Also bei dir ist ja wohl alles königlich. Der Adel verpflichtet. Und was ist dann das hier für ein Haustier? Das ist kein Haustier, das ist ja wohl ein Luftballon. Ach so. Hey, aber dann könnten wir den doch nehmen, um die Nachricht zu den Kindern zu verschicken, oder? Hm. Hier, halt mal. Hey, ich bin doch nicht bei der Post. So, jetzt brauche ich mal diese Pumpe hier. Dann mache ich jetzt in diesen Luftballon Luft rein. Mhm. Und wenn ich die dann wieder rauslasse, dann bewegt sie sich ganz schnell. Ist also Wind. Und der Luftballon fliegt los. Und zwar direkt zu euch. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch die Nachricht da dran kleben. Mhm. Hier, halt mal fest. Ach, immer muss ich arbeiten. Und jetzt brauche ich Kleber. Mhm. Umbraticulus, hast du vielleicht irgendwo Klebeband oder sowas? Das ist ja wohl unterste Schublade. Was? In der untersten Schublade. Ah, na super. Dann schaue ich doch mal nach. Ach, wunderbar. Klebeband. So. Tada. Und damit klebe ich jetzt den Brief mit der geheimen Nachricht an den Luftballon. Mhm. So. Okay, so. Und wenn ich jetzt den Luftballon loslasse, dann fliegt der... Irgendwohin, nur nicht zu den Kindern. Ach, je. Könnt ihr vielleicht gut fangen? Nicht so? Ach, Mist. Wir brauchen noch irgendwas, dass der Luftballon so schnurstracks zu euch fliegt. So schnurgerade, meinst du? Ja, genau. Hey, natürlich. Halt mal, Umbraticulus. Oh, immer muss ich arbeiten. Wir nehmen einfach... eine Schnur. Und wir brauchen noch irgendwas, um die Schnur dann am Luftballon zu befestigen. Vielleicht ein Stückchen Strohhalm. Hä? Schau mal, Umbraticulus. Ich schneide einfach ein paar Stücke Strohhalm ab. Hm. Und die kleben wir dann an den Luftballon. Tu, was du nicht lassen kannst. Und dann kann ich den Luftballon, dreh den jetzt mal um. Mhm. So. An die Schnur fädeln und zu euch fliegen lassen. Hoppala. So, hier ist schon mal die Schnur. So, wo hängt sie da? Bitteschön. So, und jetzt fädel ich die hier durch. Mhm. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Countdown für unseren super Luftballon-Raketenstart. Wisst ihr, was ein Countdown ist? Man muss von 10 rückwärts zählen. Wow. So. Seid ihr bereit? Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Oh.
So, also, dann gucken wir doch mal, was drinsteht. Dürfen wir? Na sicher. Wunderbar. Tada! Kleiner Scherz am Rande. Die andere Seite, bitte. Oh, du hast gewonnen? Ich gehe mit dir auf den Spielplatz? Also, heißt das, ich habe gewonnen und du gehst mit mir auf den Spielplatz? Was bleibt mir anderes übrig? Bei so vielen Zeugen kann ich jetzt nicht mehr anders. Oh, juhu, ich habe gewonnen! Weißt du, was das heißt? Ja. Mein lieber König Umbraticulus? Ich werde wohl aufstehen müssen. Hm? Los geht's! Ja, hetz mich nicht. Und Attila kann auch mitkommen. Ja, aber er muss nicht Gassi. Ach, ich glaube, ich habe schon vom Aufstehen Muskelkater. Och, mein armer König Umbraticulus, da musst du einfach mehr trainieren. Oh, muss das sein? Mhm. Na gut. Los, komm, wir gehen. Also Kinder, ihr könnt ja auch auf den Spielplatz gehen und alles Mögliche dort ausprobieren. Und wir? Gehen wir rutschen oder schaukeln oder klettern? Wir fangen mal mit der Schaukel an. Okay, einverstanden. Tschüss. Mach's gut. Los, komm, Umbraticulus. Ja, nicht so schnell. Ach, je.